Marokko an. Lauter stellen, das macht richtig Spaß beim Schneiden. Wir haben ein kleines Problem. Ich habe Übergepäck und Ryanair darfst du nicht mehr als 10 Kilo haben, weil sonst... Wie viel? 10 Kilo? Stecken dir mal eine 50-Euro-Rechnung in deinen Arsch. Was habt ihr gestern noch gegessen? Wir wollten gestern essen gehen, ich bin zu dem Restaurant gefahren und dann wollte er nicht mehr. Kannst du erklären, warum? Ja, ab einer bestimmten Uhrzeit sollte man nicht mehr essen, weil es nicht gut für den Körper ist. Ist wohl schlecht für das Immunsystem, weißt du, was ich meine? Manchmal esse ich schon viel morgens, weil ich nicht müde bin, damit ich müde werde. Wallah, fühle ich. Die Jungs lachen mich aus, als würde ich irgendwelche Verschwörungstheorien aufstellen. Was passiert hier gerade, Can? Ja, wir haben Übergepäck und weil wir nicht bezahlen wollen, müssen wir jetzt mit Tüten rumlaufen. In dem Koffer ist nicht mal was drin, ja? 3 Kilo. Jetzt fliegt dein Koffer perfekt. Der Koffer fliegt ohne Inhalt. Ich fliege seit 2 Jahren. Jetzt laufe ich einfach mit einer TK-Max-Tüte rum mit meinen Klamotten, Bruder. Die Leute werden sich nicht mal in den Kommentaren. Ja, warum fliegt denn ein bisschen und so? Weil wir kein Geld haben, Junge. Also, ich hab Geld. Hier, Audemars Piguet, 50.000 Euro. Ist klar. Mittlerweile ist Lars auch 23 Jahre alt geworden. Deswegen sucht er eine Freundin. Aber wir haben schon vorgebeugt, Digga. In Marokko werden wir dich islamisch verheiraten. Echt jetzt? Ja. Wir werden in Marokko etwas bestellen. Eine private Massage. Ich muss jetzt auf Toilette. Ich nehme euch jetzt mit. So sieht auf jeden Fall eine Flugzeugtoilette aus. Hier, so sieht es aus, wenn man es aufmacht. Digga, in diese Toiletten stinkt es immer so ekelhaft. Auch in Bahntoiletten und so. Das hat so einen komischen Geruch. Das ist irgendwie, ich kann das nicht, so künstliche Kacke. Ganz komischer Geruch. Kennt ihr diesen Geruch? So einen komischen, künstlichen Geruch, Bruder. Da wird jetzt gleich der gleich aussehende Can Brock rauskommen. Und da ist er auch schon. Er sieht aus wie Tupac, als er damals vom Flieger rausgekommen ist. Gebt euch mal diese Schlange. Da müssen wir jetzt durch. So, von hier haben die Jungs ein Auto gemietet. Das ist unsere G-Klasse. Can Abidjim hatte ein Downgrade von R8 zu Kia. Ey, wir sind jetzt angekommen in Marokko. Keine Ahnung, wo wir sind, Bruder. Wir haben eine Villa gemietet. Was ist das für eine Gestalt? Der wird uns abstechen. Wo sind wir, Bruder? Auf den Bildern sah das viel freundlicher aus. Jungs, schlag... Noch. Ich werde jetzt aufwecken und euch das Haus einmal zeigen. Boah, so sieht es von außen aus. Alter, das hat alles hier einen Typen gehören. Der hat ja einfach 42 Villen, Bruder. Alter, was machen wir falsch im Leben? Ich weiß es nicht. Hereinspaziert, meine neugierigen Freunde. Das ist unsere Küche. Erinnert mich ein bisschen an Istanbul. Ist jetzt nichts Besonderes so. Toiletten, Dusche wie gewohnt. 2 Penner am Schlafen. Wohnzimmer. Ja, wild. Kann man machen, Bruder. Er hat abgeschlossen. Das ist mein Zimmer. Zack, zack, zack. Hi. Vergiss die ganze Wohnung. Das Highlight ist der Garten und die Terrasse. Gebt euch. Hier chillen wir, rauchen Pfeife. Wie geil. Hat jemand Fake-Oreo-Kekse bestellt? Das ist unser Pool. Aus der Perspektive nochmal. Sieht schon krass aus, Bruder. Bruder, das ist brutal, Digga, ja. Wenn ich Marokkaner wäre, würde ich meiner Familie hier ein Haus kaufen. Das war's mit der langweiligen Roomtour. Zeit für ein bisschen Action. Okay, Amir ist mittlerweile wach, aber guck mal, dieser Psychopath. Alter, was ist das für ein Fuß, Digga? Er schläft einfach immer noch. Aber wir werden jetzt aufwecken. Mach auf seinen Kopf. Okay. Warte, warte, warte. Junge! Junge, was machst du, Mann? Guten Morgen, Bruder. Wie geht's? Boah, es gibt nichts Ekligeres. Ah, es ist so heiß, mein Arsch brennt. Ah. Allgemeine Verkehrskontrolle. Halt die Fresse, Yachada. Das, was sie gemacht haben, war Beamtenbeleidigung und das muss bestraft werden. Du kannst meine Eier lecken. Okay. An der Stelle, Leute, die... Es kann jetzt sehr, sehr, sehr spannend werden. Kommt drauf an, wo sie alles hingehen. Die jüdische Familie aus Marokko wohnt auch hier. Aber wir sollen deren Privatsphäre schützen, deswegen fahren wir jetzt einfach raus. Was ein geiler Vibe, Leute. Ich fühle mich wie bei Aladdin. Wo ist Jasmin? Alle fahren so, wie sie wollen, Bruder. Das ist krass. Das ist doch noch schlimmer als Istanbul hier. Walla, ich fühle mich wie in so einem alten Kriegsfilm. Aha, die haben gerade einen Deal gemacht. Walla, er hat ihn drum verkauft. Boah, sorry. Ich wollte gerade fast einfach überfahren. Was passiert hier? Das sind so 2 6-Jährige gewesen. Der sagt ihn, guck mal. Der hat den Drogen verkauft. Hi, how are you? Are you good? Huh? What kind of photo you make? The Sigen. What is this? The Sigen. Sigen? Auf jeden Fall habe ich sie gefragt, was sie da fotografiert. Sie meinte Figen, Sigen, irgendwas auf Französisch geredet. Kam auf ihr Leben nicht klar. Na, ich würde euch auf mein Leben klarkommen, wenn ein Fettsack mit der Kamera auf mich zukommt. Messi, Habibi, Messi! Messi! Weißt du, was das Ding ist? Ich glaube, der Arme weiß nicht, was für Messi ist. Ja, ich glaube auch. Er hat einfach... Ey, an die Marokks, in welcher Stadt sind die da, Digga? Trikot gefunden, hat angezogen. Salam alaikum. Achi, kef halak. Mal gucken, ob wir jetzt einen günstigen Label kriegen werden. Ja, geh mal bei ihm. Guck mal, sieht er nicht aus wie der korrektste und ehrlichste Verkäufer? Guckt euch seine Zähne an. Guckt euch seinen Kopfform an. Der sieht doch ehrlich aus, Reddys. Natürlich, Bruder, bei ihm, du kriegst alles, Cousin. Sagen wir mal, er kauft die Labeya für 1 Euro, er verkauft sie dir für 80 Cent, natürlich. Ich werde mich hier nicht abziehen lassen, mein Bruder. Ja, verstanden. Was meinst du, was mich stehen würde? Das ist der Verkäufer. Assalamu alaikum, Khoya.
Ich kaufe alle. Ich dachte, die immer sehr Manager. Ich will doch nur einen Labayer haben, Bruder. Was macht die hier? Also der Verkäufer hat geschworen, dass diese Rolex und Audemars Piguets alle original sind. Denkt ihr, das stimmt? Also das Ding ist... Das kostet 250. Und Audemars Piguets alle original sind. Denkt ihr, das stimmt? Also, Bruder, das ist so geil. Ich liebe sowas, Cousin. Alle, wie lustig. Das Ding ist, wir wollen nur eins kaufen. Oder? Merkt ihr, ich habe euch das gesagt. Meine Theorie bestätigt sich nur mehr. So Verkäufer können jede Sprache. Er hat auch gerade Deutsch geredet. Das kostet 250. Bruder, ich sag euch, alle Verkäufer in diesen Ländern können Deutsch. Der will uns halt 10 verkaufen. Das ist 300. Wir wollen doch nur eins 300. kaufen. Das ist das. Ich will doch einfach nur eins kaufen. Chan Brock zieht jetzt die traditionelle Kleidung an. Ist gut, oder? Ja. Ich glaube, hier werden Guck mal, feiert ihr sowas? Ist gut, oder? Also ich finde die vom Schnitt nicht schön und von der Farbe nicht, aber an sich feiert ihr sowas? Labeyas? Ja. Ich mache ja meine eigene Marke, Dreys. Ist ja offiziell jetzt, gell? Und ich habe sogar den Namen schon dafür. Ich habe jetzt fest einen Namen. Sie wird nicht Delarue heißen, aber ich habe einen festen Namen. Und bei mir wird es auch Labeyas geben. Ich werde auch Labeyas machen. Ich werde Frauenmode machen auch. Und auch Männermode. Und bei mir wird es auch welche geben. Richtig sexy, schöne Labeyas, Digga. Ja. Ich freue mich übertrieben drauf. Dauert noch ein bisschen. Ja, muss erstmal gemacht werden und so, aber dann... Mit der Zeit, das wird richtig, Baba. Ja? Ich glaube, hier werden Schlangen beschworen, Digga. Ich will sehen, wie die Schlange tanzt. Wenn die keine Schlangen zum Tanzen bringen, tanze ich, Junge. Was passiert hier, Bruder? Welche Stadt ist es? Marokko. Welche Stadt ist es? Digga, einmal Schlangen, Bruder. Arme Nüssikim. Diese Schlangenaufnahme hat uns ungewollt 1000 Euro gekostet. Die haben uns... Der hat mich verflucht, der hat einen Fluch auf mich gesetzt, nur weil ich kein Zwang... Bruder, er hat mich gezwungen, die Schlange zu küssen, Bruder. Schlange auf Küssen auf meinen Nacken, Bruder. Was geht ab, Alter? Marak, guck mal, wie wir verarscht wurden. Wir wollen Videos haben, guck mal, man sieht hier, wie ich Angst habe und beklaut werde. Dieser Opa hat einfach 80 Mal die Kobra fotografiert. Wenn ich Bilder von der Kobra will, kann ich die auch googeln am Nacken. Wir spielen jetzt den Opa nach, wie er uns 400 Dirham klauen wollte. Das war ein Opa, der hatte genau ein Zahn und ich gebe dir noch 4 Tage zum Leben. So alt war der. Der kommt jetzt zu mir und sagt, Rbamiya Dirham, Rbamiya Dirham. Auf jeden Fall sind da irgendwelche... Geil, Alter. Ich geb dir noch 4 Tage zum Leben, so alt war der. Der kommt zu mir und sagt, Rbamiya Dirham. Auf jeden Fall sind da irgendwelche Straßenmusikanten. Geil, Alter. Stabil, Bra, stabil. Komm nicht zu uns, du gehörst nicht zu uns. Wir haben kein Geld. Komm, hier ist Money, hier ist very... Hier ist much money. Wenn du einen ficken willst in Marokko, dann sagst du ihm, der hat much money und zeigst auf ihn. Der oh, was kam raus? Kiss the snake! No, kiss the snake! Ich hab kein Geld dabei, lass mich in Ruhe. So, wir haben uns von Can und Ali gesplittet, jetzt mach mal alleine weiter. So sehen die Toiletten in Marokko aus. Und draußen warten Securities, ich fühle mich beobachtet. Wir wollten gerade im Stehen pinkeln, dann sah das Ganze so aus. Guck mal, wie das aussieht. Can und Ali haben ohne uns Spaß, aber wir haben noch mehr Spaß, Can. Wir trinken jetzt Saft ohne dich. Granatapfelsaft, Habibi. Geil, wir trinken Alter. Jetzt Granatapfelsaft ohne Can. Wow, fresh, fresh. Ich trinke Saft ohne Can. Du wirst jetzt gleich diesen Saft bekommen und den genießen, weil wir den ohne Can trinken. Junge, das ist der beste Saft, den ich je in meinem Leben getrunken habe. Du verpasst etwas, Can. Auf jeden Fall war Lars gerade bei der Thai-Massage. Lars hat Sachen angestellt, das hat mir gar nicht gefallen. Ich war bei der Thai-Massage. Ja, was? Du darfst lügen. Wir haben jetzt eingekauft für unsere Grillparty morgen. Ich mache heute Party. Machen Sie heute Party, Mr. Krebs? Ich mache heute Party. Tun Sie es schon spielen, Mr. Krebs? Hör doch mich so anzugucken, ich muss ja arbeiten, okay? Das muss mein Bruder verdienen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Heute fahren wir Quad. Der Tourguide findet uns nicht, weil er kein WhatsApp hat. Und die suchen uns schon seit einer halben Stunde. Warte, der ganze Bus wird safe auf uns sauer sein. Ich freue mich auf deren Gesichter. Salam alaikum, Achi. How are you? Gut. Allah Ehre, Mann. Fahr weiter, mein Bruder. Fahr weiter. Ja, ja. Fahr weiter. Nein, brauchst du nicht mitnehmen. Alles gut. Schuklam. Fahr weiter. Fahr weiter. Marokkaner sind übel sympathisch. Die wollen uns einfach mitnehmen und unsere Organe verkaufen. Man merkt, die haben Angst, Alter.
Man merkt, die haben Angst, Alter. Guck mal, Lars, fahr doch weiter jetzt endlich. Walla, fahr doch mal endlich jetzt. Ja, ja, Achi, Walla, Alhamdulillah, Muslim, du. Jetzt einmal, kannst du weitergehen, bitte jetzt. Fahr weiter mit Hand auf Herz. Marokkaner sind übel sympathisch, wir wollen uns einfach mitnehmen und unsere Organe verkaufen. Seit dieser Schlangenaktion traue ich keinen Marokkaner mehr. Ey, ich dachte, wir werden einfach von so einem Reisebus abgeholt, wo 100.000 Blondinen dabei sind. Das sind die letzten zwei Männer, die wir sehen werden in unserem Leben. Ey, ist ja das wirklich? Kontrolliere das mal ganz gut, okay? Nein, das war er nicht. Bruder, I have a Eierkopf. Was ist das? Eierkopf. Komm, John, wir gehen zu den Kamelen. Hast du Eier, den zu berühren? Nein, niemals, Bruder. Ole schon? Was geht? Seht ihr das? Das sind Palmen aus Plastik. Geht schön, Bra, geht schön. Oh, wow, das sieht echt schön aus. Guckt euch das mal an. Wundervoll. Einfach in der Wüste, steigen. Nice von John! John, warum bist du so dreckig? Du kriegst doch, weil du vor mir diesen Drift gemacht hast die ganze Zeit. So, die dümmste Idee meines Lebens, diese Klamotten anzuziehen. Hallo. Very good, welcome, brother, welcome. Wenn dir so jemand sagt, welcome, Walla, zieh Schuhe wieder an und geh nach Deutschland. So, die dümmste Idee meines Lebens, diese Klamotten anzuziehen. Hallo. Very good, welcome. Very good, very good. Welcome. Hey, brother, very good. Welcome. Welcome, very good. Welcome, brother, welcome. John muss eine Ganzkörperwaschung machen. Sein ganzer Körper ist voll mit Staub. Was ist mit dir, Junge? Dem ist irgendwas falsch. Ich will nicht auf dir reiten. No, brother. No, brother. Lazo, was ist mit deinem Kamel los? Der funktioniert nicht. Nein, hey, da sind wieder die Schlangenanbeter, die uns verflucht haben. Und der Can traut sich nicht, ich trau mich auch nicht, weil wir sind nicht im Guten auseinandergegangen. Komm mal mit. Wir hatten leider keine Eier, näher ranzugehen, weil das letzte Mal haben die uns fast vergiftet. Ich gehe jetzt schnell eine Aufnahme machen und dann renne ich weg, ohne was zu zahlen. Wow, Schlangen, wow. Nein, ich will nicht zahlen, ich will nicht zahlen, ich will nicht zahlen. Schaut euch mal den Affen an, der... Habt ihr diese Hey im Hintergrund gehört? Abo, Alter. Habt ihr diese Hey? Alter, Digga. Das ist voll grimmig. Was ist das? Monkey. Oh, Junge, da wird die Guck mal. Dreddies, ich hab euch einmal davon erzählt und jetzt sehen wir es live. Es gibt Affen in Tunesien, Marokko, Algerien, Ägypten. Die sind da drauf ausgebildet zu klauen. Okay, die haben sogar eine eigene PayPal-Adresse. Diese Affen, deren heißt Prinz Puma. Die sind da drauf aus zu klauen, diese Affen. Du stellst den auf deinen Nacken, der greift in alle deine Taschen. Er ist wie ein, er rippt dich. Guck mal, Bruder, er kommt nur mit Kamera. Schaut euch mal den Affen an, der ist voll grimmig. Guck mal. Monkey. Guck mal, der will ihn direkt, den... Wie Spiegel TV. Mach mal Kamera runter, Alter. Der war direkt bereit. Oh, Junge, da wird die Kamera nehmen. Hi, guys. What's your name? Faisal. Faisal Ibrahim. Faisal raucht 16 Joints am Tag. No, just joking. Any activity in Marrakesh, I am at your service. Good service. The ice line now, Nichiko. Yeah. Everybody come to Faisal to drive quad, best prices, and hashish. No, brother, I will go tonight or tonight in jail, brother. No talk about hashish. No. Guck mal, was für Angst der hatte, Dreddies. Der sagt, Hashi, Bruder, ist gefährlich. Denkt nicht, Dreddies, bei uns, weil ich aus Tunesien, Algerien, Marokko, du kannst Hashi, gibt viel, ja. Aber Bruder, wenn die Bullen dich erwischen und du schmierst die nicht, die stecken dich 400 Jahre in den Knast wegen einem Joint, Digga. Das ist Bruder, alle. Man muss dann, Bruder, du musst bezahlen, den bezahlen, du das bezahlen, der bezahlen. Was denkst du denn? Natürlich, komm, was Paranoia der hat, der Arme. No talk about hashish. No. Das ist Faisals Bunker. Er versteckt die Sachen im Schrank. Was? Ich will doch essen gehen, mein Bruder. Nicht fauchen. So, jetzt. Siehst du? Geht doch. Das war eine gute Tat, Walla. Can Brock hat ein gutes Herz. Und die hat auch die ganze Zeit gefaucht, das heißt, die wird nicht so gut behandelt, weißt du? Ja, und jetzt kauft Dollars und Lissians. So, Leute, das war's mit dem Blog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dieses Video einen Daumen hoch. Und abonnieren. Geil, Alter. Ich hätte gerne mehr gesehen.
Ich hätte gerne mehr gesehen. Marokko, sehr lustig, Digga. Ich hätte ein super Video, voilà, cooles Video, Digga. Okay.